Hallo! Ich hatte auch Schiss tatsächlich. Na, hast du hier schon die ganze Zeit verkackt? Nee, ich habe noch nicht einen Try gemacht. Dann will ich, dass du hier First Try machst. Dankeschön. Ach, du leider nicht, sorry. Einen wunderschönen guten Hallo, meine Freunde, und seid herzlich willkommen heute in eine Special-Folge, also richtig beschissen, ha. Denn wir zocken heute 0% Maps von der Community. Hier haben wir schon mal Level Eierrasur. Eierrasur-Map im Ostseil mögen die Eier brennen. Jawohl, das wünsche ich dir auch, Deko. Hallöchen, Muchachos! Hau und Nüsse rasieren. Ja genau, wir zocken heute eine Eierrasur-Map. Immer aufpassen, Muchachos, ordentlich Schaum nehmen, schöne scharfe Rasierklingen, nicht, dass ihr euch wirklich eure Eier verbrennt. Das ist äußerst unangenehm. Da muss man doch aufpassen. Okay, wir müssen da einen Dingsen machen hier. Ja, hallo? Wäre fast gut gewesen. Aber nur fast. Niemand von mir kennt. Muchachos, check gerne die Beschreibung aus. Vor allem sehr, sehr interessant, der Link zu Twitch. Wir sind gerade tatsächlich fast täglich am Streamen. Seit 2 Wochen schon. Kommt da gerne rum, ne? Wir würden uns freuen. Dankeschön, hallo. Jawohl, und auch. Jetzt hör mal auf, hier zu blocken, Junge. Instant Gaming abchecken, günstige Spiele und Triebwerk. Ihr wisst Bescheid. Oh yeah, oh yeah, was für ein Muschi. Und, ist überhaupt möglich? Bei 0% habe ich immer Sorge, dass die Maps gar nicht möglich sind. Doch ja, also das geht. Jetzt. Aber man muss schnell sein, Marvin. Ich glaube, rückwärts geht's nicht. Kua! Hey, muss ja nur da rein. Warte mal, dann würde ich da abspringen. Hey, dann würde ich aber vorher abspringen, glaube ich. Ja? Ja. Also rückwärts geht auf jeden Fall. Nur ein bisschen vorher rausspringen. Ja, dann kommt er rein. Nein! Nicer Profi Nein. Hier auf jeden Fall am Start, man kennt ihn. Ja, sagt Marvin, der hier wieder am Start ist. Boxershorts übrigens, ne? Oh. Ich mach jetzt mal so. Nein! Hochspringen. So, boom! So ist ja eigentlich auch geplant, ne? So, drehen. Hallo! Hallo Marvin! Da sind wir wieder! Da sind wir dabei! Das ist prima! Prima! Ja, ich fang gleich an, mich sowieso ein Beyblade zu drehen, Alter. Ja, das darfst du nicht. Der ist gar nicht so einfach. Oh, nee, ja, das Level ist echt nicht tatsächlich. Ey, ich bitte dich. Mach's wieder anders. Mach das wieder Pro-mäßig. Ja, und dann lande ich, aber lande schon neben der Auffahrt. Ja. Mit Marvin, das machen wir das auch so. Boxershot. Oh, jawohl. Bin drin und bin wieder draußen. Oh, ich bin aber drin und hab den Punkte. Hallo. Boxershot. Okay, ne, ich schepper schon mal weiter. Boxershorts, Pibapo, Alter, lauf mich nicht zu. Bra! Hua! Ey, die Schüsse Pipapo! Echt falsch, dass die da drauf sind. Ey. Eierrasur, okay, ich wurde schon rasiert. Lecker, 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 Hua. Aber der erste Punkt, ne, der ist schon mal. Ja! Knackikowski. Was macht der für ein scheiß Spawn, Alter? Was blubberst du schon wieder? Blubbern? Hallo? Blaubeeren? Blaubeer blubbern? Shisha blubber, Blaubeer, Bert? Jetzt die Frage, ist schon unser Obst- und Gemüsequiz online? Das würde ich jetzt gern wissen. Wissen wir nicht. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, entweder es kommt in Kürze oder schaut es euch an. Was ist los? Oh, nächster Punkt. Ja. Mein okay, Leben. Exaktamente, Muchachos. Ihr habt ja uns vorgeschlagen nach, ich glaube, das war nach einem unserer YouTuber-Quizzes, dass wir mal aufgrund meiner Essgewohnheiten ein Gemüsequiz machen. Und das haben wir getan für euch. Und es müsst ihr immer schon oben sein oder es kommt in den nächsten Tagen. Es wird geiler Content. Es wird einfach genial. Digga, wie immer. Ja, gut, ne? Geiler Content ist quasi Synonym für Losers, muss man sagen. Sind die kleinen Dinger im Weg. Okay. Also bisher 0%, finde ich, ist doch noch positiv. Ich dachte, er hätte vielleicht irgendwelche Fehler eingebaut, dass es nicht funktioniert. Aber bisher ist noch alles möglich. Da sind die kleinen Dinger im Weg, wie wenn Marvin abends auf Frauenjagd geht, weil sein Ding noch kleiner ist und deswegen Frauen andere vorziehen. Hallo. Oh mein Gott, das war ja richtig schlecht. Ja, aber es war halt was, ne? Immerhin kommt er jetzt auch mal. Ich muss ja irgendwas tun, während du hier mich warten lässt. Nein! Oh! Hallo! Ich hatte auch Schiss tatsächlich. Na, hast du hier schon die ganze Zeit verkackt? Nee, ich habe noch nicht einen Try gemacht. Dann will ich, dass hier First Try machst. Dankeschön. Ach, du leider nicht, sorry. Digga, der ist immer noch mein First Try, auf jeden Fall. Nein, es ist nicht. Du hast gerade ganz klar. Nein! Oh, yeah. Nimm die schönen Karma-Samen in dein Gesicht. Oh, sowas von verdient, ey. Sowas von verdient. Oh.
Easy, Digga, easy. Oh, schade, Digga. Ich hab gelächzt nach deinem Verkacken, Alter. Ich hab dich ganz genau beobachtet. Schon mit dem das Grinsen im Anschlag, Alter. Beobachten tust du mich immer. Des auf mich. Ja. Okay, es war mein first, second try. Ich hab ja auch ein paar Kameras versteckt in der Dusche, in der Duschbrause, außerdem in der Küche, wo Marvin niemals kocht. Dann natürlich unter Marvins in Schreibtisch, wo er am Zocken ist. Geil, ey. Ja, damit ich seine Kopfhaut bewundern kann. Die ist geil, ne? Ja, ein bisschen schuppig, pipapo und so, ne? Aber machst du nix. Einmal bitte Support hier, Support ist kein Mord. Oh, das werde ich genießen, mal. Oh! Wien. Warte, ich muss mein Versprechen noch wahr machen. Nein, das werde ich genießen, ich Marvin. Ich hab's wieder zurückgeschafft. Ich bin immer noch bei meinem First Try. Ja. Stimmt tatsächlich sogar. Ja, hier wollte ich auch langfahren. Weg mit dir, du Lappen. Ja, mach, fahr. Ah, Deko, versuch's ruhig. Da Hallo. Ist der First Try wohl leider vorbei, Marvin. Hallo. Lol, da ist ja eine Sperre. Ja, ach, sonst wäre ich da bestimmt nicht lang gefahren. Oh yeah. Na, da ist dein Second First Try wohl auch weg. Ja, ist mir egal. Ich hatte nicht vor, irgendwas zu machen. Gut, Deko, du willst es so, ne? Du willst es so. Nein! Da ist auch noch einer! Oh, Junge! Oh. Du musst es auch wieder rückwärts machen, was? Digga! Wie assi ist das denn? Ich dachte, ich kann es da vorne fahren einfach. Hä? Wie soll das denn gehen dann? Wie soll man da rumkommen? Da ist gar kein Speed. Nee, aber du bekommst den trotzdem von nebenan mit. Alter, okay, die Stelle ist knifflig. Vielleicht haben wir jetzt die 0%? Oh yeah. Oh yeah. Ey, warum hier? Aber lustig war es schon, muss man sagen. Das auch wieder, ey, immer wieder schön anzusehen. Also ein richtiger Troll-Counter hier in dieser Ecke. Wäre schön, wenn ich jetzt auch mal einen Try hinkriegen würde. Ey. Ey, Junge, ich hab dich, das war minimal. Da kannst du mich nicht für basten, Alter. Okay, warte. Ja. Na, schade. Ja. Es war auch minimal, Bruder. Komm, weil ich jetzt der gute Möwendeko bin, lassen wir Marvin. Doktor da ruhig rum. Ja, jetzt drehen. Kannst du mich ein bisschen minimal ankicken? Nö. Obwohl, krieg ich auch so hin. Ja, ja. Das ist, by the way, genau das, was mir auch passiert ist, als ich da war an der Stelle. Hä? Nur in die andere Richtung. Nein, 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 nein. Ja. Nein! Boah! Ey, der Winkel war so perfekt. Ich hätte nur noch rückwärts fahren müssen. Ich bin einmal ein bisschen nach vorne gerutscht und. Ey. Warum? Warum? Ich bin gerade 6-mal hier von vorne nach hinten gerollt, hab keinen Speed bekommen, Alter. Guck das an. Ey. Du bekommst keinen Speed, Alter, aber dann in dem Winkel, ja, da kriegst du deinen Speed, ey. Ey, was ist das für eine Map? Egal, 0%, ne? Die können wir schlagen. Die können wir schlagen, wirklich. Wollen wir es im Blinken-Style machen? Ja, zu spät. Oh, oh, oh. Alter, Alter, was? Nein, 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 nein! Digga, ich war doch so konzentriert, so focused. Ich schaffe es einfach nicht. Digga, wir werden die Map beenden. Ich habe die Boxershot bereit. Ich mach's jetzt anders, Plan B, everyone, Alter. Oh. Ey, Junge, das ist einfach. Also, warum kommt man denn rückwärts so gut da rum, aber vorwärts nicht? Ich glaube wirklich langsam, es ist ein Troll, ey. Ich kann's mir nicht anders vorstellen. Oh, und ich stehe gar nicht mal so, ey. Aber so ist es easy. Ich schau dir noch einmal kurz zu. Ey. Oh. Ich mach. Ja. Boxershorts. Junge. Willst du einfach so hoch reinspeeden oder was machst du? Oh. Wie? Warte. Boah, die ist ja voller Hundehaare, Alter. Deine Boxershorts? Ich glaube, er ist in deiner Arschhaare. Ja, also ich sag immer noch, es ist eigentlich wirklich nicht möglich. 0% aber kommt wie hast du es gemacht? Achso, mit dem. Ja, genau. Digga, first try, ey.
Ja! Du bist so ein schlechter Mensch, Alter. Hä? Hab ich dich runtergekickt? Nein, also Ruhe da. Ey, du wolltest mich runterkicken? Nicht, ne? Ja, also Ruhe da. Digga, ich hab es nicht gemacht. Ich bin einfach zu gut, Alter. Ich bin einfach zu gut. Du bist nicht auf dem Rücken, ey. Oh, komm, bitte, 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 verkack, bitte. Bitte, 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 bitte. Oh. Hallo, Marvin. Ich da. Sie nein. Okay, warte, was ist das hier für ein Lachs? Okay, durchscheppern und hoffentlich... Oh, fuck! Hä? Hab ich den Punkt? Ich glaube, ich habe den Punkt. Ach, oh, alter Schwede. War hier ein Punkt? Hallo. Leute, hier ist ein Punkt. Wir müssen jetzt durch drei Container durchspringen, ne? Nein! Ey, fick dich, Marvin! Wie willst du das so schaffen? Ey, ich habe mich extra vorher ausgerichtet die ganze Zeit, weil ich auf dich gewartet habe, ne? Und dann blockt er mich einfach. Digga, was für ausrichten? Ich gehe da so durch. Siehst du hier so? Ja, Bad. Seh ich. Ja! Perfekt. Okay. Hat geil funktioniert, Marvin. Einfach so durch. Ich glaube, es ist gar nicht so schwer. Auf jeden Fall nicht Fullspeed. So Mittelspeed, würde ich sagen. Oh, ho, 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 bin ich ein geiler Typ, Alter! Ich bin einfach so eine geile Möwe. Der Siegenmann hat mich einfach gesegnet, ey. Digga, du bist einfach random durchgekommen. Es war profimäßig, bin ich da durchgekommen, aber richtig. Random, ey. Alter, für Tryout geht's weiter. Oh, das Windrad, ey. Ich war so gerade so smooth. Bitte jetzt nicht, bitte jetzt nicht. Nein! Was? Unverschämtheit! Oh! 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 Wo ist Deko? Oh! Ja, bitte? Bist du durch? Hallo? Wenn ja, hast du es nicht verdient. Oh. Nö! Wieder dieses gerade Stellen! Oh nein, du wieder nicht. Digga, beim ersten Try bin ich sofort durch. Aber auf der Rampe danach, du musst langsam fahren, Marvin. Du musst auf der Rampe am besten noch ein bisschen abbremsen. Bin oder drauf. Kein Gas mehr geben oder easy, so. Easy, easy first try. Ich bin rübergeflogen leider beim ersten Denk Try. Schon. Außerdem war es, wollte ich gerade sagen, der second try. Digga, wir werden einfach die ersten sein, hey, die diese Match machen. Hey, ich komm nicht mehr weit genug. Was ist da los, Alter? Ich komm gar nicht erst auf die Bremse drauf. Ja, was ist denn los mit dir? Ja, der Speed speedet nicht. Zerstör mein Leben, Alter. First try war ich insta durch, ey. Und ich war so langsam und trotzdem mich der Speed so beschleunigt, dass ich rübergeflogen bin. Ich bin aber auf die Rampe gefallen. Der Speed hat gereicht. Ja, genau so wie du. Puh. Nice. Einmal bitte in gerade. Nur noch 4 Punkte. Wir haben schon... Wir sind kurz davor. 4. 3 Viertel. 8 Zwölftel haben wir. Sorry. Ha. Ho. Ho. Okay, wie viel Speed brauche ich jetzt? So? Ja. Ey... Digga, das ist doch so random, Alter. Das ist so random, wie wenig Speed ich kriege. Warum bin ich denn beim ersten Mal rübergeflogen? Da war ich doch, bin ich noch nicht früher aufgekommen. Oh, ich stehe bereit. Ich schäme mich einfach gar nicht. Deine scheiß Mutter, Alter. Komm, beeil dich, so schwer ist das nicht. Ja, ich muss nur die Rampe treffen danach. Nur einfach einmal gerade fahren, Digga. Ja, und im richtigen Winkel. Ich darf ja nicht geradeaus hier runterfahren. Oh. Oh. So, herzlich willkommen bei 2 Drittel. Weiter geht's. Der letzte Drittel wird nochmal noch viel spaßiger sein. Mein Bike, oh fuck. Alter, richtig zerstört, ey. Junge, first try! Boom, boom! Digga, hast du nicht die Decke geküsst? Ey, ich bin sogar wirklich durch das Loch durchgeflogen, ne? Alter, Digga, du hast so die ganze Zeit die Decke geküsst. Alter, Muchachos badet in meinem Skill, ich schwör's euch. Es ist einfach ein Schwimmbad voll. Nein, dagegen geklatscht. Oh. Es ist ein Schwimmbad voll. Oh, ein Schwimmbad voll Skill, Alter. Ein Schwimmbad voll möwenhaftiger Skilligkeit. Ey, ich komm da einfach nicht durch. Oh. Ey, Digga, wie ich mich noch gedreht habe, um da durchzuflippen, ne? Boah. Boah. Ich weiß nicht, da ist, glaube ich, gerade wirklich der Ziegenmann im Self in mich gefahren, um mir das zu machen, ey. Digga, ich kann gar nicht mehr gleiten. Oh. Alter, Junge. Leer gesaugt. Einfach first try. Einfach first try. Digga, wie close war das? Oh. Wie close? Oh, ich habe immer noch wohlige Schauer um mein Rektum von dem Skill. Das ist einfach, es brennt noch nach, ey. Oh, endlich. Oh!
finally. Da hat er's. So, was müssen wir jetzt machen? Runter auf die Straße. Wahrscheinlich nur Straße, Punkte abfahren oder so. Oh, diese Stelle kommt mir bekannt vor. Den Kram sind wir auch runtergedroppt, als wir den damaligen mega Oldschool Warride gefahren sind. Super lang. Sind wir auch hier gedroppt. Oh, super lang. Hallo? Redest du von mir? Da haben wir es geschafft. Wir sind die Ersten. Hello, Benjamin. Noch nicht. Wir müssen jetzt irgendwie raufkommen. Oh nein. Oh nein, 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 kein Escape Room, Bruder. Wobei, wir könnten wahrscheinlich rüberspringen, oder? Meinst du, der hat mit unsichtbaren Sachen gearbeitet? Ich glaube, er nicht. Ach, hier ist schon ein Punkt. Oh, fick dich. Ah, hier geht's weiter. Hier rein. Eh nicht. Ah, hier. Oh. Oh. Ja. Oh. Dreh, Bruder. Und. Dreh. Hua! Dreh. Chiga! Da wahrscheinlich nicht lang, oder? Nee, da nicht. Oh, hier ist eine Rampe. Oh ja. Oh, oh ja. Oh. Oh. Ey, komm, Marvin. Was ist los? Das Ziel ist doch irgendwo da hinten. An. Keine Ahnung, jetzt wieder zurück. Jetzt hier. Ach, denk mal, oh lol, nein. Hier rausspringen. Da ist ein Ding. Ich würde sagen, wieder kommen wir mit der Tribünenrampe da raus? Ja, habe ich auch gerade ausprobieren wollen. Weiß nicht, ob wir da durchpassen. Oh! 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 Alter! Oh! Das war aber auch ein bisschen lucky, muss ich sagen. Das war ein bisschen lucky. Aber, ne, Muchacho, Skill ist, wenn Luck zur Gewohnheit wird. Digga, hau! Hallo. Okay, jetzt muss ich erstmal schauen. Digga, aber 100 pro ist der Punkt auch nicht einfach so einzusammeln. Also, wenn der jetzt einfach auf der Straße ist und reinfahren kann, dann fresse ich einen Besen. Lol. Ich weiß, warum das Ding 0% hat. Wie? Das Ziel ist oben auf der Plattform, wo wir gespawnt sind, für den Start. Nein. Ja. Wir können sie doch nicht beenden. Es geht nicht. Sag mir erstmal, wie ich hier rauskomme. Hä? Sag mir erstmal, wie ich hier rauskomme. Mit dem. Ja, der normale Weg. Was normaler Weg? Da ist kein normaler Weg. Ja, wie ich auch gefahren bin, hast du auch gesehen. Ja, Digga, das war mehr als lang. Links das Ding hoch und dann links drüber gepfeffert. Ah, okay. Ich suche gerade auch irgendeine Rampe, aber das sieht sehr, sehr schlecht aus. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Kein Wunder, dass die 0% hat. Oh, wobei. Halt, stopp. Kann man wo? Aber nee. Man kann nur. Oh nein. Ich habe gerade einen Typen vor seiner Barty runter. Ich kann gar nicht aussteigen. Nee, kein GTA-Modus. Ich dachte, ich könnte mir eben die Barty schnappen und dann. Ich war gerade sogar überlegen, ob ich sogar die Mühe auf mich nehme und hoch auf den Mount Chiliad düse, um in den Gleitmodus reinzukommen. Alter Schwede. So vielleicht? Motiviert war ich gerade, ja? Aber meine Motivation wurde im Kern vernichtet. Hier vielleicht noch durch? Irgendwo eine Rampe? Nee. Hier durch? Oh, kennt ihr noch das Gebäude hier, Muchachos? Mit Spider-Man im Livestream bei uns und so. Mit Kev zusammen damals noch. In so einem richtig krassen Wallride. Böse. Nee, also bist du immer noch da drinne? Ja. Soll ich dir irgendwie eine Hilfestellung geben? Hilfeleistung nehme ich auch. Wie kann ich den helfen? Müssen wir wieder zu dir drauf kommen, so vielleicht? Ne? Vielleicht kann ich den runterschieben oder rüberschieben. Ach, vielleicht oder so. Die Tribüne hier, warte mal. Hier vielleicht rüber. Oh! Ah, das sieht besser aus. Versuchen wir es so mal. Da ist er, ne? Ich kann das Ziel sogar sehen! Ich komm nur nicht hin! Ist das sehr, sehr weit weg? Ja! Also das... Ohne Gleiten kommst du noch nicht hoch. Dass ich immer noch hier drin gefangen bin, ey. Was ist hier los? Komm gerade an, um dich zu erretten. Errette mich. Der Prinz auf dem weißen Ross. Und Marvin ist meine Prinzessin. Oh ja! Mit dem goldenen Haar. Bin anders rausgekommen. Okay. Jetzt muss ich nur noch schauen, ob ich hier wieder hochkommen kann. Okay, ich bin am Arsch. Oder? Ey. Ja, ich dachte, du bist rausgekommen. Ja, ich bin jetzt draußen, aber ich glaube, ich bin hier gefangen. Nein. Nein. Nochmal. Oh, okay. Mach mal hier lang. Ich glaube, hier sieht besser aus. Wir machen das hier. Ah, warte, darüber. Ich bin jetzt gleich da. Ich könnte dich da irgendwo rüber schmettern. Schmetter mich, los. Warte, kann ich nicht irgendwie meine Karre als Rampe aufstellen für dich? Ich glaube, ich komme gleich noch irgendwie ins Ziel. Okay, jetzt kick mich hier. Los. Wahrscheinlich fliegst du jetzt über mich. Ne? Digga, manche können's eben nicht, ne? Ja, ich bin easy rausgekommen, nicht? Schon zweimal sogar. Okay, wir machen jetzt schnell. Wer hier als erstes rauskommt, der hat gewonnen. Nein, ich war schon draußen. Okay, und? Wer hier rausgekommen ist, hat gewonnen. Ich hab gewonnen. Ja, ab jetzt, Bruder. Aber dann mache ich meine andere Taktik. Zählt ja nur, wer rauskommt. Nein, du kannst dich einfach jetzt neue Regeln dingsen. Ich war schon draußen. Ich hab gewonnen, ganz klar, Alter. Ich war sogar zweimal draußen. Gleich Voraussetzung hast du uns. Furzkopf. Ja! Nein! Einfach Karma. Außerdem musst du da auch noch rauskommen. Ich bin draußen, dankeschön. Ich komme jetzt auch raus. Ich hab gewonnen, ne? Dankeschön. Nee, du wolltest ja nicht so spielen, also machen wir doch was anderes.
Hast du doch gesagt. Auch nach Marvins Regeln habe ich jetzt gewonnen, Muchachos. Hallo. Aber nicht nach deinen. Du wolltest nicht. Denn nach meinen Regeln habe ich vorher schon gewonnen, weil ich schon zweimal draußen war. Hallo. So, jetzt checken wir nochmal aus, wie wir ins Ziel kommen. Bist du jetzt wirklich draußen? Du bist auch wieder da eingesperrt, ist oder nicht? Nee, ich bin richtig draußen. Fahr jetzt einfach mal zu dir. Ah. Sag nicht, du warst da hinten schon dreimal vorher und bist aber nicht in die Richtung gefahren. Nein, da war ich nicht. Da war ich wirklich nicht. Bist du nicht vorher schon genau darüber gesprungen? Nee, da bin ich in so einen Innenhof gefallen die ganze Zeit. Okay, führt da irgendwas hin? Hier über uns doch so eine richtig krasse Tube. Vielleicht da. Da siehst du das Ziel schon von hier aus. Ja. Da oben. Aber diese richtig krasse Tube, führt die noch irgendwo hier auf dem Boden? Nee, ne? Ja, damit würde ich sagen, habe ich gewonnen, ne? Ey, Junge, dass wir die Map jetzt eiskalt nicht beenden können, obwohl wir uns da so durchgeschmettert haben. Aber wahrscheinlich liegt es auch einfach genau daran, die schlechte Bewertung, weil so übertrieben schwierig war es nicht bis dahin. Naja, wir haben einmal geschummelt, ne? Der Punkt war richtig random. Aber, ne, 0%. Ja, das war so gewollt. Nee, da hinten kommen wir auch nicht hin. Ganz klar gesehen vom Map-Erbauer, das war so gewollt. Rampe sich auch nicht. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, Buggysoft. Von Buggysoft ist die Map. Geile Map, muss ich sagen. Vielen Dank. Mr. Buggysoft, ne? Da musst du nochmal nachtesten, sonst kommt nämlich dann der Ziegenmann vorbei und huft dich richtig weg. Da kannst du aber Gift drauf nehmen. So, ein letztes Duell. Wer schneller über die Ampel fährt, der hat gewonnen. Und ich habe gewonnen. So, dann würde ich sagen, ab zur nächsten Map, oder? Du Furzkopf, Alter. Gut, meine Freunde, das war heute mal eine 0% aus der Community. Berechtigt, muss man sagen. 0% hat sie verdient. Sie war nämlich nicht möglich. Wir waren damit leider auch nicht die Ersten, die das geschafft haben. Somit reihen wir uns ein zu den 14 anderen kläglichen Verlierern. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und Ballern, bis dann, reingehauen. Bye, bye.